Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin heute ausnahmsweise mal nicht allein. Hi. Ja, ich habe hier Besuch. Wie heißt du denn? Ich heiße Tiger Tapsi. Heute habe ich Tiger Tapsi zu Besuch und ich habe dich im Dschungel irgendwo gefunden, ne? Mhm. Warst ein streunendes, armes Tigerbaby. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal was auspacken zusammen. Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir diese Glitzer-Serie von LOL gewünscht. Genau. Und da hatte ich nämlich noch 3 Stück von da. Und habe ich gedacht, das passt ja vielleicht ganz gut, dass wir die mal zusammen auspacken können. Und das fand ich dann noch gut. Gut, oh. Noch guter. Kennst du die Serie denn überhaupt schon? Die Glitter-Serie? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, ne? Aber die anderen kennst du schon. Ja. Was ist deine Lieblingsserie von den LOL-Kugeln? Ich glaube die davor, die mit den Konfetti-Pop. Echt? Die davor? Gar nicht die mit den Haaren? Ich dachte immer, die mit den Haaren ist so gut. Nein, die Konfetti-Pop fand ich so cool. Ah, okay. Ja gut, die war aber auch wirklich cool. Gerade ja. Mit dem schwarzen Konfetti, ne? Und so. Oh ja, das war so toll. Ich wünsche mir ja, dass wir eine goldene bekommen, ne? Dieses Mal, eine seltene. Oh ja. Hatte ich nämlich dieses noch gar Mal. Nicht. Dieses Mal. Beim letzten Mal habe ich mich keine seltene gehabt. Habe ich auch schon erzählt. Leider. Leider, leider. Na gut. Ach so, genau. Ich muss noch dazu sagen, ich habe mir die hier selber gekauft, aber trotzdem reden wir natürlich wieder über ein LOL-Produkt. Deswegen gibt es auch heute hier oben wieder eine Hashtag-Werbung, weil wir wieder über diese Marke reden, ne? Muss man immer sagen. Ja, weil es eben so ist. Weil es eben so ist. Dann würde ich mal sagen, wir schalten schon mal hier runter und da sehen wir dann schon, wie die Kugel hier aussieht. Möchtest du die erste Kugel aufmachen? Du kannst. Nee, du kannst die erste Kugel ruhig aufmachen. Dann mache ich die Kugel. Ja. Also, hier haben wir die wunderschöne Kugel. Da mache ich mal. Ach, sag mal. Ja, das ist immer schwierig. Der Anfang ist immer schwierig und bei mir ist der Rest auch meistens schwierig. Funktioniert immer nicht so mit dem Reißverschluss. Ganz und gar nicht. Und wir haben uns heute eben gerade ein paar schöne Grüße noch rausgesucht. Dann grüßen wir im Laufe des Videos natürlich auch wieder ein paar Leute. Also ich grüße jetzt schon mal die Felicia. Felicitas hieß sie, glaube ich, oder? Ja. Weißt du, was das übersetzt heißt? Felicitas? Nein. Weißt du nicht? Das heißt die Glückliche. Die Glückliche. Und es gibt nämlich auch die männliche Version davon und das ist nämlich so, Felix. Okay, dann haben wir das hier. Das ist ein Rock. Oh, der Kater. Also ein Kleid und ein Pokal. Warte mal kurz. Ja! Man muss dem Kater mal antworten, wenn er auf Klo war, weil sonst macht er das die ganze Zeit weiter. Und das hier heißt umgesetzt. Übersetzt heißt das. Zeig mal hier. Dress for Success heißt das übersetzt. Und was heißt das? Kleidung für den Erfolg. Okay, dann ist das jetzt gerade unwichtig. Okay, dann ist das jetzt gerade unwichtig wahrscheinlich. Dann kommt die nächste Schicht. Und dann packen wir mal das aus. Kleine Herzen sind da drauf, ne? Wie süß. Oh, okay. Ja, eine ganz lange Schlange haben wir. Na, jetzt hat sie ihr Leben zu Ende gebracht. Die Schlange? Nein. Du bist ein Tiger, ne? Dann wäre ich vorsichtig. Die Schlange gerade hier. Oh, guck mal, wir haben Besuch gekriegt von hinten. Oh. Miro ist da. Hallo. Ach, da. Schnuppel da hier auf. Haben wir wieder diesen Sticker, ob sie spucken kann, weinen, die Farbe wechseln kann, oder sich in die Hose macht. Genau. Weißt du auch, was man mit dem hier machen kann? Hm? Die kann man nämlich eigentlich auf seine Sammelkarte, also auf dieses Das sind auch wie Sticker. Dings. Genau. Die kann man da draufkleben, was die Puppe kann. Dann mache ich mal weiter. Es sind ja 4 Schichten. Mhm. Nein! Was? Wir haben eine goldene. Ich glaube, wir haben eine Goldkugel. Ich hab Leute, das erste seht Mal, ihr das? Oder? Das ist doch eine Goldkugel gewesen, oder? Ja, hä, oder sehen die alle so aus? Nee, ne? Oh, ich bin völlig. Oder waren die alle gold? Die Glitterette? Das weiß ich gar nicht. Oh, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Okay, warte, wir gucken bei den nächsten. Oh, das sind nicht alle gold. Ich bin gerade total durcheinander. Ich mag mich jetzt noch nicht freuen. Sicherheitshalber lieber erstmal nicht freuen. Ah, da sehen wir schon eine kleine Tüte. Die Kugel ist schon tot. Ich glaube, du bist bei der falschen Schicht. Hier, guck mal, da ist nämlich noch eine Schicht drüber. Oh. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Hier geht's weiter. Da, guck mal, da ist der Reißverschluss. Ja. War mir ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu eilig. Ja, da musst du es doch ganz dringend aufmachen. Aber so, wir haben, glaube ich. Ey, wenn es jetzt eine seltene ist, dann. Dann haben wir richtig tolle Glück gehabt. Oh, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold. Oh, das ist Gold. Ich denke die ganze Zeit so, ob das nicht die ganze Zeit überall nur Gold war bei denen. Okay, dann mal das auf. Ah, immer schön hierbleiben. So, dann haben wir hier also mal eine erste Tüte. Genau. Okay, dann machen wir, was meinst du, was da drin ist in der ersten Tüte? Ich glaube, dass da, was sind da Schuhe drin? Ja, da sind Schuhe auch. Ein bisschen auch die Schuhe auf jeden Fall. Okay. Was machst du da? Du musst das einreißen oben. Ja, eigentlich muss man das oben einreißen. So.
Ja, mach du mal besser. Sagte sie und bekam es selbst nicht hin. Warte mal, guck mal, ich schummel jetzt. Schnipp! Nee. Ach, das war ja ganz einfach. Oh, das Schuh ist nach hier hinten gerollt. So, wo ist der andere? Zeig mal hier. Oh, wie süß, das sind ja solche kleinen, schlichten Schuhe. Guck mal, man sieht die gar nicht hier. Zeig mal, dass da eine Schleife drauf ist vorne. Total süß. Genau, hier. Die haben so eine kleine Schleife. Erinnert mich so ein bisschen an ein Weihnachtsoutfit, aber in Pink. So. Eine Weihnachtsfrau. Müll nach da. Ich hoffe so sehr, dass das so eine goldene ist. Ich hoffe es. Bitte. Ja, es dann sieht auf jeden Fall danach haben aus. Wir hier noch eine. Okay, wonach fühlt sich das an? Irgendwie nach einem Hut oder so. Ja, das könnte sein. Oh, doch nicht. Das ist ein Kleid. Richtig cooler Glitzerdress. Seht ihr das? Glittert total und hat so ein richtig süßes Geparden-Muster. Genau, das sind ja die Glitterettis, deswegen glitzert er auch immer so viel. Deswegen mag ich die auch so gerne. Das hier ist die Flasche, das weiß ich. Na, das wird wahrscheinlich auch mit Glitzer sein, denke ich mir mal. Oh, die ist schön. Seht ihr das? Das ist so ein Flaschenöffner. Ich glaube, das ist eine Sicherheitsnadel, oder? Ja. Ja, ist eine Sicherheitsnadel. Hier oben ist natürlich der Glitzer für die Glitterettis. Müsste man da zeigen. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe sind da unter dem Kleid. So, habe ich noch hier irgendwo was gesehen? Nee, ich glaube, der Rest ist in der Kugel drin. Na, seht ihr noch irgendwas? Nee. Da drin. Ja, dann machen wir jetzt mal auf und... Nee. Oh. Ah. Seht ihr das? Das hier sind solche Blasen. Ja, genau. Und hier ist so ein Sofa mit seinem Flaschenhalter. Weißt du, was wir nachher noch machen? Was machen wir dann nachher noch, wenn wir alles ausgepackt haben? Dann müssen wir ja noch testen, was die kann, die Puppe. Ja. Ne? Weil die kann sich ja theoretisch auch wieder verändern oder kann irgendwas machen. Genau, das ist die Anleitung. Dann grüße ich jetzt aber auch schon mal, okay, ich habe vorhin vergessen, Felicia zu grüßen und ihre Freundin Miriam. Genau, Felicia ist ihre Freundin Miriam. Dann grüße ich nochmal die Harwin und ihre Schwester Melody. Das machen wir später, machen wir dann noch weiter. Oh, eine Schleife. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die habe ich. Ich glaube, ich habe die schon. Oh nein. Oh, bitte nicht. Oh, ich glaube, ja. Das ist hier eine komische Puppe. Das sieht ein bisschen komisch an. Ja? Hm. Der Kopf. Mal gucken, was die hat für... Oh. Oh. Ah, ja, die habe ich. Ach Gott, ja, die habe ich schon. Die sieht so... Genau das gleiche Problem hatte ich bei der anderen auch. Der Kopf immer so... Die denkt so, oh, ist mir egal. Ne, die ist so ein Hans-Guck in die Luft, immer so, oh, die Wolken sind so schön. Aber die Augen sind total schön, die sind so türkis. Ja, die Augen sind richtig, richtig schön. Ah, die sieht so, die Frisur sieht aus wie so eine Ägypterin. Genau. Dann ziehen wir sie mal an. Die Schleife kommt auf den Kopf. War das bei dir eine seltene? Nee, das war keine seltene. Ich glaube, die sind alle gold, die Kugeln. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nämlich auch gedacht. Oh, die Schleife geht da total schwer rein. Machst du die mal Schleife mal bitte rein? Ja. Willst du mal kurz hier mal raufgucken, den wir da gefunden haben? Die hattest du doch schon gefunden. Ja, trotzdem. Dann haben wir einmal... So, guck du mal drauf, dann mache ich die Schleife. Ja. Wir haben die hier gefunden. Und sie heißt? Diva. Sie kann die Farbe verändern. Diva, genau. Es ist eine Diva. Ist unwichtig. Man kriegt sie übrigens ganz gut drauf, wenn man hier so den Kopf zusammendrückt und dann kann man die Schleife ganz gut oben drauf setzen. Dann stecke ich mal. Willst du sie noch anziehen? Nee, ich lasse sie nackt. Kann ja sein. Wir müssen sie nachher eh wieder ausziehen. Das ist abgerissen. Nee, das gehört so, glaube ich. Hm, hoffe ich. Doch, das gehört so. Das werde ich anzuziehen. Nee, genau deswegen ist es eigentlich relativ leicht, weil das auf ist. Muss man es eigentlich nur von vorne nach hinten so rüber stülpen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, ne? Das sieht aus wie so ein Ballerina-Röckchen. Ja, mit ganz viel Glitzer. Oder so ein Ausgehkleid irgendwie. Hat sie ein Date? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mit einem Pharao vielleicht. Mit einer Pharao. Vielleicht trifft sie auch mit ihren Freundinnen und ihr Pharaonenfreunden. Und macht vielleicht eine Party. Ja, so sieht sie auf jeden Fall aus. Ich wollte gerade die Flasche anziehen. Ja, die Flasche anziehen ist schwer. Sie wird auf jeden Fall die Farbe verändern. Und wenn ich noch wüsste, wie sie die Farbe verändert hat, weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. So sieht sie aus. Ganz süß. Ich habe schon so viele geöffnet. Ich will die Flasche haben. Hier hat sie aber kein Schnucki. Das ist total komisch. So sieht sie aus. Nee, ich bin süß. Bist du nicht. Bist du nicht? Ich bin so süß. Yeah. Dann kommst du mal hier hin. Kannst sie auch hier hinlegen. So. Dann machen wir da so einen Puppentreff da oben. Nee, ich bin hier. So. Dann packst du mal die nächste Kugel aus. Okay, dann mache ich die hier. Da haben wir wieder genau das Gleiche. Ich frag mich nur, wie die seltenen aussehen. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Vielleicht ist es auch so ein Rosé. Hast du eigentlich mal geguckt? Haben die da überhaupt selten, ne? Warte mal. Das kannst du nämlich ja hier nachgucken. Ja, es gibt eine Ultra Rare und eine seltene. Ich frage mich jetzt aber nur... Oh, ich habe meinen Hinweis weggeworfen. Ich frage mich jetzt gerade aber... ich glaube, das ist die hier. Welche? Die hier, weil dieser funkelnden Sterne erinnert mich so an die Haare. Ah, nee, ich glaube nicht. Glitterbomb. Ich glaube eher, dass das irgendwas mit Queen... Achso, die heißt ja auch Queen Bee. Naja, mal gucken. Also ich frage mich jetzt halt nur, wie diese
seltenen aussehen, weil Gold war ja eigentlich bei den Konfetti-Bombs ja normal. Ja, ich weiß das schon. Da nein. Oh, ach so, nee. Jedes Mal, wenn ich das hier sehe, denke ich dann, oh, es ist Gold. Moment mal, sieht das anders aus? Nee, ne? Gleiche Farbe, oder? Dann grüße ich noch einmal kurz. Genau, mach mal. Dann grüße ich die Klasse 5E und wie heißt diese Straße nochmal? Die heißt Bertolt-Brecht-Schule. Das Lustige ist, ich habe schon mal welche von der Bertolt-Brecht-Schule gegrüßt, aber ich glaube, es gibt ziemlich viele Bertolt-Brecht-Schulen. Dann grüße ich auch nochmal die Sarah. Und die Sarah grüßt ihre Klasse E3 Vogelsang. Vogelsang. Die anderen grüße ich gleich. Oder soll ich die dran? Nee, lass ruhig. Und die Sarah hat nämlich ganz, ganz viele gegrüßt. Ne, nicht nur diese, auch noch ihren Bruder und ihre Familie. Und irgendwie, wir haben nicht alles aufgeschrieben. Nee, ja, das ist auch wieder so ein Gold, ne? Was meint ihr? Aber wir grüßen auch immer die Namen, ne? Auch alle, die so heißen. Was meint ihr? Ach so, jetzt kann man mal tippen, welche wohl drin sein wird. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Könnte eventuell tatsächlich eine goldene sein. Und dann grüße ich nochmal die Klasse 3B. Ja, ich hoffe, dass denen das Video gefällt. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also von mir auch ganz liebe Grüße. Grüße hier in eigener Sache. Tut mir leid. Wird das direkt harmlos ausgenutzt. Oh, hoppala. Das war die Strafe von der Kugel. Oh. Lass mich los. Ich will nicht da bleiben. So schlimm sind wir doch gar nicht. Vielleicht hat sie auch Angst vor dir. Oh, das wäre gemein. Sie hat wieder böse geguckt. Du greifst sie an. So. Ich würde das machen. Ja, yeah, aber ich will hier reingucken. Ich weiß auch nicht. Ah, das ist der Dress. Schön Gold. Yeah. Doch, ist das gleiche leider. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass wir es das gleiche haben. Ah, danke. Nee, der Hinweis ist ja ein anderer gewesen. Es könnte vielleicht auch die sein. Könnte oder jede sein. Die. Keine Ahnung. Könnte jede sein. Es ist auf jeden Fall eine andere. Das ist schon mal. Oh, das ist schön. Oh, das Outfit ist klein. Sehr klein, ja. Sehr ein knapp, Baby. Knapp bekleidet. Irgendwie sieht sehr sportlich aus, finde ich. Sieht sehr sportlich aus, oder? Ja, eigentlich. Das sieht so ein bisschen aus wie. Willst du schon schmulen? Ich weiß, welcher. Oh, du weißt schon, wer? Nein! Ich weiß, welcher das ist. Leute, guckt jetzt mal genau hin. Wisst ihr schon, welche das ist? Guckt mal das Outfit an. Jetzt verraten wir ja schon alles hier. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und wir haben wieder ganz, ganz ähnliche Schuhe hier dabei. Ich weiß jetzt, welche das ist. Guck mal hier, das sieht jetzt wirklich aus wie Nikolaus Schuhe, oder? Ich drehe das jetzt mal um, damit wir nicht wissen, welche das ist. Ja, jetzt haben wir schon alles verraten. Und nein, okay, das ist das nicht. Doch. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Eine Tigastrophe ist es. Ja, da war gut. Oh nein, die ist voll eingeditscht. Oh nein, ich entditsche sie mal. Luft reinpumpen. Ja, klappt ja super. Sie ist immer noch eingeditscht. Klappt super nicht. Warte, ich muss hier mal. Klappt nicht super. Warte mal, Hände weg. Hä? Ah. Da ist nur eine. Nein. Ach, zwei. Du weißt schon, wer es ist, ne? Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, jetzt geht's. Oh nein, jetzt geht's wieder ein. Eine Brille. Ich komme mir auch schon wieder so bekannt vor. Hä? Hab ich die auch schon? Nein. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Oh nee. Hast du die Befürchtung? Ben hat die auch mal aufgemacht, tatsächlich. Die Glitterettis. Oh Gott. Oh Gott. Gar nicht. Ja, man muss ja auch das hier sehen. Ich mache jetzt die Puppe auf. Dem hat sie noch gequietscht. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja, dem hat sie gequietscht noch. Das stellt sich immer wieder ein, wenn ich das irgendwie. Mann! Ich will nicht. Ich muss sie voll machen mit Wasser. Damit sie vielleicht so bleibt. Und wir haben. Ich wusste es doch. Ach, hab ich die nicht? Ich glaube, die habe ich nicht. Ich glaube, die hatte Ben. Ich habe schon einige hier, von denen gesehen. Hier guck mal genau hin. Sie ist an den Wangen so ein bisschen rot. Du meinst, die trägt Rouge vielleicht? Oder seht ihr das? Oder sie ist so errötet oder sowas. Das hier an der Seite? Vielleicht war ihr was peinlich. Das hier, seht ihr das? Ja, stimmt. Ich sehe das auch. Hier. Sie ist leicht rosa an den Wangen. Soll ich sie anziehen? Willst du? Ich will auf jeden Fall die Brille anziehen. Okay. Die sieht cool aus. Das bin ich. Das bist du? Mhm. Solche Haare hast du? Nein. Oder willst du mal haben? Nein, nein, aber ich finde einfach mal diese Wellen hier so toll und das Glitzer und hier an der Seite so total schwarz. Und diese Augen, dieses türkisene. Ja, die hat auch schon wieder so ganz hell türkise Augen. Die sind so ganz schön so meerestürkisenes Blau. Aber die sieht noch ein bisschen anders aus von der Augenfarbe als die, die wir vorher hatten. Oh, ich krieg das überhaupt nicht durch. Soll ich dir helfen? Nein. Dann darf ich noch mal kurz die Puppe, nachdem du das reingedrückt hast. Jetzt habe ich sie. Seht ihr? Diese Augen. Die andere ist dunkler und die andere ist heller. Genau, die ist ein bisschen hell und die hat ein bisschen mehr Grün drin. Du bist noch nackt. Der Poshi. Ja, da ist so. Look it, baby. Du-lu-lu-lu. Ziemlich alles noch nackt. Oh nein, ich schmeiße dich auch noch in den Müll rein. Oh, jetzt geht die Scheibe schon wieder ab. Bitte nicht in den Müll schmeißen. Ja, du musst ihn so quer zusammendrücken. Nee, andersrum. Quer. Von links und rechts. Genau. Ja. Ich mache hier heute alles kaputt. Ich bin der Zerstörer. Noch ist ja alles heile. Sie guckt einfach nur nach Oma, als ob sie den Himmel so schön findet. Genau, vielleicht ist sie einfach so ein Wolkenfan oder so. Vielleicht. So, hier müssen wir natürlich nochmal gucken, ne? Rechter Fuß. Der rechte Fuß. Rechter Fuß. Wobei ich ja sagen muss, rot passt ja gar nicht mal so gut zu ihren Haaren. Ja. Oder? Ich finde eher gesagt, es ist so ein Pink. Ich finde, man könnte auch
Ja, genau. Guck mal, man könnte zum Beispiel ihre Schuhe anziehen. Die hier passen doch eigentlich richtig gut zu ihren Haaren. Das sind doch die gleichen, aber in Rot, genau. Okay, dann das sind deine Schuhschwestern. Flasche. Das sind Schuhschwestern. Deine Flasche. Erstmal wolltest du hier die aufziehen, die Brille. Die Flasche. Machen Sie sich bereit, die Brille kommt. So, sie ist ganz cute hier drauf. Hier muss ja unten sein, genau hier. Sie ist was Rocker Girl. Ja, ich finde irgendwie, dass sie so von der Frisur her so ein Rocker Girl ist. Ja, die ist schon ziemlich. Naja, außer ihre Flasche. Sie hat ein bisschen Probleme. Ja, die Flasche, vielleicht ist das auch so eine Rebellenflasche, weißt du? Dann grüße ich nochmal die Charlotte und die Melissa. Melissa? Melissa und die Janine. Jasmin. Jasmin. Aber Janine grüßen wir auch. Oh, und dann will ich nochmal die Linda grüßen. Obwohl sie nichts in den Kommentaren geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob du welche davon hast. Bitte sei eine seltene. Bitte, bitte. Hast du deinen Hinweis schon gehabt? Nee, ne? Das ist die erste Schicht, nein, oder? Der ist doch hier, okay. Der Linda. Ja, ich wusste nicht genau, ob das warte mal, ich muss mal kurz den Rest Müll abmachen. Da. Au, au. Ich war mir die ganze Mühe. Und dabei kann ich einfach so abziehen. Oh, das sieht gut aus, das ne? Das ist ein Gold und ich glaube, dass sie goldsüchtig ist. Okay, das steht da hinten. Also so ein Gold und so ein kleines Mädchen mit solchen Herzchen. Mit so Herzaugen. Golden Child. Golden Child steht hier. Was heißt das? Was heißt denn Golden Child? Was heißt Child auf Deutsch? Keine Ahnung. Kind. Goldenes Kind. Ja. Dann packe ich mal weiter aus. Goldenes Kind könnte ja vielleicht ein Hinweis sein. Auf was Goldenes. Oder auf eine Glück seltene. Haben. Das meinte ich ja. Deine Flasche. Oh, guck mal, sie hat gerade Breakdance gemacht. Deine Flasche, ey. Die gehen andauernd ab. Kannst du mal bitte. Was soll ich tun? Die helfen. Also den helfen. Wobei? Wieder die Flasche zu nehmen. Ach so, das ist gleich wieder weg. Die Kugelrott weg. Dann habe ich hier wieder den Sticker. Sticker, den wir schon kennen. Nee, das ist schon wieder hier. Da geht's weiter. Du hast es immer sehr eilig. Mach schon mal die. Oh, jetzt aber. Guck mal bitte. Und muss mal da, muss mal da. Also das ist jetzt aber das. Leute, das ist eine Weißne. Weiße. Ich bin so aufgeregt. Ich kann nicht mehr sprechen. Bin ich immer dumm? Leute, es ist sowas von. Ich glaube, ich weiß. Oh, das ist richtig cool. Ich glaube, wir haben diese Ultra Rare. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Weil Goldkind, weil die doch diese goldenen Haare hatte. Es können beide sein, oder? Ich weiß nicht genau. Es könnten beide sein. Zieh dir mal bitte wieder die Flasche an. Hock, siehst du das? Nein, das ist völlig unwichtig gerade. Dieses Weiß ist so schön. Oh, das ist richtig cool. Ich wusste nicht, dass sie weiß ist. Das ist doch das Beste. Das ist das Beste, ja. Die letzte Kugel. Wenn es jetzt eine Ultra Rare ist, im letzten Video, Leute, schreibt es uns in die Kommentare. Es ist eine Ultra Rare. Oder kann ich auch eine Rare sein. Ich bin selber so aufgeregt. Ich gucke gar nicht, wo die Kugel ist. Ich bin aufgeregt. So. Das Schöne ist, es wird auf jeden Fall alles mit Glitzer sein, weil es ist ja sowieso alles voller Glitzer. Oh, ey, ich denke, dass das diese Ultra Rare ist. Also dann wäre das ja Queen Bee, ne? Queen Bee ist, glaube ich, die seltenste. Und die zweite weiß ich gar nicht. Aha, silberne Schuhe. Das hat solche kleinen Schleifchen hier vorne, seht ihr das? Aber alles in einer Farbe, ne? Ja. Also kein Glitzer dieses Silber. Mal. Silber. Dann mache ich das hier, das Outfit. Das Outfit, da freue ich mich jetzt schon richtig doll drauf. Das sagt uns bestimmt auch einiges aus. Also Queen Bee würde ich jetzt erkennen wahrscheinlich an dem Outfit. Ich habe so ein goldenes Glitzer-Outfit an. Oder will ich das zuletzt auspacken? Ja, machen wir erstmal hier das da an der Seite. Okay, das hier packen wir gleich auf. Genau, erstmal das. Das hier wird die Flasche sein. Flasche sagt ja vielleicht doch nicht unbedingt was. Dann kann sie auch eine, keine Ahnung, eine Hippie-Flasche sein. Ist eigentlich eine Hippie? Ich weiß es nicht. Eine Hippie-Flasche? Oh, guck mal. Zeig mal von der Seite. Genau. Okay, also ich glaube nicht, dass das Queen Bee ist. Ich glaube nicht, weil die ist nicht silbern. Ich glaube, die war Gold. Okay, jetzt haben wir erstmal das raus. Und jetzt kannst du eigentlich schon mal entweder das hier noch aufmachen. Ich glaube, ich mache erst das auf. Eine pinke Sonnenbrille. Okay, dann packen wir schon mal jetzt das Kleid. Oder Outfit. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kleid ist. Oh. Was? Oh, was ist das? Hä, aber das ist... Das ist so eine Hose. Guck mal, wie krass die Hose ist. Aber ich glaube nicht, dass das Queen Bee ist, ehrlich gesagt. Ich glaube ja gesagt, dass das die Rare ist. Also es ist, glaube ich, nicht die Ultra Rare. Ich glaube auch nicht. Sieht nicht so aus. Okay, dann kommen wir jetzt zu dieser schönen Puppe. Ja, jetzt bin ich mega gespannt, was da kommt. Oh, also, ich bin aufgeregt. 3, 2, 1, ich... Das ist die Rare. Das ist nicht die krasse, sondern... Guck doch mal ihre Augen an. Die sind einfach mal lila. Ja, das stimmt. Die sind einfach mal wunderschön lila. Und die Augenbrauen sind auch krass, ne? Die sind sogar auch hübsch. Das ist sie. Genau, das ist die Cosmic Queen. Ich frage mich jetzt nur, welche Farbe die hat. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Das habe ich mich eben schon gefragt. Weil das ist ja dann die Ultra Rare. Also wir haben jetzt diese hier, die mit dem Stern. Das ist sozusagen die zweitseltenste. Und da gibt's...
du dummes Handy. Nicht du. Ich dachte so, was? Es gibt halt nur eine von denen und eine Ultra Rare. Und leider haben wir nicht die Ultra Rare, aber wir haben die Rare. Aber ich meine nicht dich, keine Sorge. Nein, ich weiß, wir haben uns auch lieb. Best Friends. Best Friends. Dann zieh dich mal an. Das Höschen. Das ging ja schnell. Jetzt an. Das geht nicht immer so gut. Okay, dann. Das Oberteil. Machen wir das Oberteil. Das Oberteil finde ich, das sieht so ganz cutie aus. Ganz cutie. Also, es sieht so aus, als ob sie vielleicht so am Strand ist, weil es so kurz ist. Stimmt, das könnte tatsächlich ein Beach Outfit sein. Wieso hast du dir das in der falschen Größe gekauft? Das frage ich sie auch immer. Entweder ich krieg das nicht hin. Mach mal den Arm ein bisschen nach vorne. Nee, weißt du, ich mach den nach hinten. Doch. Ja, jetzt. Ja, nach vorne oder nach hinten. Seht ihr? Oh, der sieht ganz süß aus. Schön Bella. Bella? Ja, und Bella finde ich süß. Bella heißt, weißt du, was Bella heißt übersetzt? Bella heißt übersetzt schön oder die Schöne. Deswegen findest du den Namen wahrscheinlich auch so schön. Süß, finde ich den. Aber ich finde, dass irgendwie die weiße Kugel ein bisschen langweilig war. Wieso? Also jetzt nicht die Puppe. Ich meine jetzt, weiß ist jetzt ja gerade nicht so mein Ding. Findest du nicht? Ich finde die weiße Kugel total cool. Also wenn sie ganz weiß wäre nicht, aber die ist so schimmernd, seht ihr das? Ja, die ist so ein bisschen Perlmutt. Perlmutt. Ein bisschen Perlmuttfarben. Perlmutt. Na, es ist halt komisch, weil die anderen gold sind. Weißt deswegen du, ist das so. Wir sind irgendwie so beknackt, ne? Ein bisschen vielleicht manchmal. Noch beknackter, wenn die Kamera aus ist, glaube ich. Oh. Ich krieg diese Brille da nicht an. Du brauchst überhaupt eine Brille. Du bist doch so schön. Ja, du bist auch so schön. Du brauchst keine aber Brille. Aber wieso hat sie, finde, dass sie so aussieht mit dieser Frisur irgendwie wie so ein Stachel, wie so ein aufgeblasener Fisch? Kennt ihr diese Stachelfische? Du meinst die Kugelfische, ne? Ja. Der bläst sich ja nur dann auf, wenn er angegriffen wird oder beziehungsweise wenn er Angst hat. Oh, du machst mal Katzenhaare hier. Aber du bist ja auch eine Katze. Oh, ist egal. Lass ich drauf. Das ist dann das super schöne Mädchen. Warte, die Flasche fällt. Das hier sind unsere süßen drei kleinen Puppen. Ich würde sagen, toll, du schmeißt ja alles runter. Ja, ich muss hier gerade mal kurz um die Ecke greifen, weil ich auch noch mal kurz gucken wollte. Warte mal, da musst du jetzt kurz noch mal jemanden grüßen. Genau, ich wollte nämlich einmal noch die Freundinnen Finja und Lina grüßen. Dann die Hanna. Und dann grüße ich auch noch mal einen Freundschaftsgruß. Und genau, da haben wir uns nämlich so gewundert, was da für ein komisches Wort stand. Da stand nämlich, was stand da? Klotte, aber ja. wir wussten halt nicht, wie die in echt mit Vornamen heißen. Ja, das ist nur der Freundschaftsname. Wenn die den Namen zusammennehmen, heißen sie Klotte. Dann, keine Ahnung, wie sie wirklich heißen. Dann grüße ich auch noch mal die Flora. Aber ich habe eine Idee, weißt du, wie sie heißen könnten? Klotte. Vielleicht Clara und Lotte oder Charlotte oder so. Das könnte sein, ne? Tja, also dann grüße ich auch nochmal die Flora. Flora heißt übrigens übersetzt Pflanzenwelt. Weißt du, was Tierwelt heißt übersetzt? Nein. Fauna. Was ist mein Name? Dein Name heißt, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Diese wunderschönen kleinen zwei Puppen. Och, deine Flasche, die nervt. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Dann müssen wir erstmal gucken, was du kannst. Genau, deswegen müssen wir jetzt erstmal Wasser holen. Du kommst nicht wieder. Ich warte. Genau, ich komme gleich wieder und ich hole jetzt erstmal Wasser. Ja, warte mal. Ich finde, dass die gleiche Frisur hat, oder? Die da. Ja, genau. Die haben beide die gleiche Frisur, das stimmt. Okay. Nur die eine mal in weiß. Mal gucken, was du kannst. Sie kann leider nur weinen. Stimmt, sie kann nur weinen. Dann kann aber die hier kann entweder die Farbe wechseln oder weinen. Und die hier kann die Farbe wechseln. Genau, das wissen wir, dass sie die Farbe wechseln. Komm gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wie ihr seht, wir haben hier Wasser geholt. Und jetzt werden wir nämlich erstmal, ich glaube, die meisten verändern im kalten Wasser ihre Farbe. Okay, aber wir ziehen sie trotzdem erstmal aus. Ja, wir ziehen sie jetzt erstmal aus. Das wird ein bisschen dreckig, ja. Sie am Bauch ist ein bisschen dreckig, ne? Ja. Ich würde sagen, die hat einen Muttermal. Wir können ja trotzdem mal versuchen, ob sie sich verändert. Ob sie sich nicht verändert wird. Da steht doch, sie verändert sich nicht, oder? Ja, und man weiß ja nie. Man weiß ja nie, es könnte ja trotzdem passieren. Du kannst ja schon mal anfangen. Beginnen wir mal mit der. Die wird sich nicht verändern, das weiß ich jetzt schon. Im heißen Wasser. Das ist wirklich heiß. Das ist wirklich heiß, ja. Das verändert aber in heißem Wasser tut sich eh nichts, wenn dann im und Kalten. Und dann, doch einmal sie sich auch in heißem Wasser verändert. Ja, warte, erstmal rüber. Und jetzt die hier rein ins Kalte. Und sie verändert sich kein bisschen. Aber du musst erstmal gucken, was kann sie denn überhaupt? Drück mal auf den Kopf. Sie kann weinen. Sie kann weinen? Okay, das sieht man gerade nicht. Sie kann leider nicht, dabei weint sie. Wie ein Wasserfall. Ja, okay, da kommt auf jeden Fall was aus den Augen raus. Hier ist mein schönes LOL-Handtuch. Dann gucke ich sie erstmal ins heiße Wasser, obwohl sie sich da nicht verändern wird. Weil wir sind im Kalten. Glaube. Nein, ich esse ins heiße Wasser. Na gut. Im heißen Wasser, da tut sich gar nichts. Und im kalten Wasser, dam, 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 dam. Da muss sich was verändern, eigentlich. Hä? Ist das passiert? Ah, sie hat einen Stern. Ich glaube, sie hat einen Stern auf dem, oder? Da auf der Wange? Sie spucken. Ja, spucken tun sie ja dann auch. Aber sie hat auf jeden Fall einen Stern auf der Wange. Hatte sie ja schon vorher. Hatte sie vorher schon? Hä, ich dachte, sie verändert ihre Farbe. Ich guck nochmal nach. Ja, sie verändert ihre Farbe. Hä? Aber was ist denn da passiert? Ich dachte, vielleicht hätte sie sich hier so verändert. Ich dachte, hä, warum ist denn da nichts passiert? Ich tue sie nochmal. Hast du was gesehen? Ich tue sie nochmal ins heiße Wasser. Da tut sich gar nichts. Hä? Hast du was gesehen? Nein.
da weiter. Was hältst du davon, wenn wir sie mal ein bisschen schwimmen lassen, machen wir mit der weiter und gucken, ob sie dann was verändert hat, wenn wir sie wieder angucken? Ich glaube, da kommt nichts. Doch, da kommt da nicht was. Lass mal ein bisschen drinnen und dann machen wir mal hier die andere dann kurz in das Warme. Dann tun wir die ins heiße Wasser. Sie kann entweder weinen und die... Weinen oder die Farbe verändern? Nee, sie kann spucken oder weinen. Ach so, sie kann spucken oder weinen. Ach so, okay. Ja, da brauchen wir sie ja eigentlich auch gar nicht unbedingt ins Heiße tun, ne? Ah, sie kann spucken. Ah Mann, immer diese Spucker. Spucken kann man, können die meisten irgendwie. Gefühlt. Oh, das wird nicht gut. Sind doch schlimmer als ich. Da passiert nichts da drüben. Upsi, tut mir leid. Ja, das macht nichts. Ist ja nur Tisch. Waren ja Gott sei Dank keine teuren elektronischen Sachen. Ich glaube, wir können hier schon mal bei der hier weiter gucken. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal ganz genau. Nein, sie kann die Farbe verändern. Das steht da drauf. Ja, das stimmt. Da steht, sie kann die Farbe verändern. Sie muss die Farbe verändern. Du musst die Farbe verändern, hast du gehört? Ich gucke mich nochmal ins heiße Wasser. Mach mir mal den Kopf ab. Nein. Vielleicht verändern sich auch ihre Klamotten. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Wir schmeißen mal die Klamotten hier rein. Vielleicht verändern die sich. Nee, da passiert nichts. Mhm. Also hier verändert sich irgendwie nichts. So. Obwohl es da drauf steht. Dumme Welt. Die Süßchen. Wir versuchen jetzt alles, ne? So, wir schmeißen mal die Schuhe rein. Da tut sich gar nichts. Jetzt nochmal das Kalte. Auch das nicht. Ich glaube, beim letzten Mal hat die sich auch nicht verändert. Irgendwie ist da der Wurm drin. Obwohl da steht, dass sie sich verändern können. Ja, okay. Eigentlich ja. Da verändert sich auch gar nichts. Die Schleife ist immer noch gleiche Farbe. Und auch hier auch nichts. Dann ja. Die Flasche. Ich glaube nicht. Mach mal erstmal ins Kalte. Nee, da. Das ist alles. Da passt okay. Überall nichts. Ich fütter sie mal. So, Baby. Ja, naja, gut. Spucken wird sie ja, aber interessanterweise passiert leider sonst nichts. Okay, aber wieso steht das denn da drauf? Ich dachte vielleicht, dass diese Dinger hier verschwinden. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, dass sie da vielleicht oder dass sie sich anders einfärben oder so, dass sie vielleicht blau oder weiß oder was weiß ich was werden. Ich dachte vielleicht, dass sich die Haare irgendwie so krass verändern. Ja, aber irgendwie. Ich dachte vielleicht, dass sich diese Wellen da irgendwie so verändern. Ja, hätte vieles passieren können, ne? Naja, ich würde sagen, wir grüßen am Ende noch mal die letzten vier, die wir da noch haben. Einmal die Florentine grüßen wir noch und die Selene. Ich hätte gesagt, sie ist eine Tablette. Warte, ganz lustig. Dann noch einmal die Michelle, die wohl schon etwas älter ist. Wo dann auch andere noch kommentiert haben und unten drunter. Und den Robin, den grüßen wir auch noch. Der hat auch gesagt, Robin. Er hat aber gesagt, du wünschst dir doch mal einen Jungen zu grüßen. Okay, gesagt, dann grüße ich mal den Thomas. Den grüßen wir auch. Dann grüße ich den Thomas und natürlich alle, die Thomas heißen. Wieso veränderst du dich nicht? Also, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Ich auch. Auch wenn sich die Puppen nicht verändert haben. Obwohl es eigentlich da drauf steht. Sehr schade. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob war wie, warum ihr ver... Also... Ob war wie. Ob war wie. Schreibt genau das bitte. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr denkt, warum sie sich nicht verändert. Vielleicht ist sie krank. Ich hab Husten. Sie hat Husten, ganz schön Husten. Warte, ich muss mich kurz übergeben. Ach so, sie muss mich kurz übergeben, kein Problem. Tut mir leid, ich muss sie kurz übergeben. Ich drücke dich jetzt halt nur auf ihren Kopf. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal in einem Video. Hoffentlich. Also auf jeden Fall werde ich bei irgendeinem Video wieder mit dabei sein. Achso, falls es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, ihr auch. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren. Und das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Wenn ich da bin. Tschüss. Tschüss. Can you look to me in darkness when there's no more light there?